So, heute geht's Artemia Aufzucht leicht gemacht mit Flasche und einer Brandpumpe. Dazu braucht er einfach nur eine handelsübliche PET-Flasche, einen Schlauch für die Membranpumpe, am besten ein schönes Glas, was so leicht über die Flasche passt als Halterung oder Ständer, einen Trichter für das Salz. Artemia Aufzuchteier 90% wäre am besten. Und handelsübliches Tafelsalz ohne Jod. So, in die PET-Flasche füllt ihr ca. 1 Liter Wasser. So, dann braucht ihr für diesen 1 Liter Wasser 33 Gramm Salz in etwa. Könnt ihr euch abwiegen. Oder ganz einfach, 4 Teelöffel tun es auch, ist ungefähr dasselbe. Füllt das in die Flasche ein. Den geben wir noch zu. Gut ausschütteln. So, jetzt könnt ihr die Flasche so rum in das Glas stellen. Ja, so, als Ständer. Dann einfach nur mit einer handelsüblichen Schere oben ein Loch hinschneiden. Das jetzt machen wir noch Vorführeffekt. Oder jedenfalls mit dem Messer. So. Dann füllt ihr da eure Nauplien ein. Also, wenn ich das mit Sauerstoffflasche mache, nehme ich immer etwas, jedenfalls mit PET-Flasche nehme ich immer etwas mehr. Einfach ein Schlauch rein, der dann an den Luftheber angeschlossen wird. Ja, aufpassen, dass der Schlauch bis nach unten geht. So, in den Deckel rein, damit auch ja, wenn der Luftheber angeschlossen ist, die ganzen Eier immer wieder hochgespült werden. Dadurch habe ich auch die Flasche rumgedreht, weil es dann auch wie eine Kegelform ist, dass die Zirkulation in der Flasche gewährleistet ist. Das ist quasi dasselbe, als wenn man sich eine JBL-Aufzugstation für 35 Euro holen würde. So, und das Ganze reicht dann meistens schon 24 Stunden oder 36, dann sind die meisten Nauplien schon geschlüpft, wenn man diese 90%igen Artemia-Eier nimmt. Ja, so sieht das Ganze dann in der Flasche aus im Betrieb. Einfach 1 bis 1,5 Tage so stehen lassen. Vielleicht noch gucken, dass der Luftausströmer nicht auf volle Pulle gestellt ist, die Membranpumpe. Kann man sich wahlweise noch einen Hahn dazwischen bauen in dem Schlauch, um das besser regulieren zu können. Und wie man in der linken Flasche sieht, weil da ist der Schlauch nicht so starr, dann mache ich das immer so, ich klebe den Schlauch mit ein bisschen Klebeband einfach immer an den Stock, damit ich den leichter nach unten in die Flasche führen kann. Der ist jetzt gerade abgegangen, aber so kann man das auch machen. Der rechte Schlauch ist ein bisschen starrer, der lässt sich einfach bis nach unten drücken. So. Mehr ist es einfach nicht. Und so immer schön 2 Flaschen, jeden Tag eine angesetzt. So hat man durchgehend Futter für seine Jungfische oder für kleinere Fische,
dankens einem mit sehr gutem Wachstum.